Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort und gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir gucken. Hör auf so zu lachen, du siehst auch nicht besser aus, du. Guck mal. Ehrlich. Ich trau mich gar nicht, mich nach vorne zu drehen. Drehst du, Bruder? Der Shield. Guck mal, du kriegst die Zähne nicht mal auseinander, ey. Programmspiel. Guck mal, wo guckt der hin? Das eine Auge guckt nach da, das andere Auge guckt nach da und der Mund bewegt sich auch nicht. Boah, Alter, was ist da los hier? Ich guck jetzt nur so. Guck nur seitlich. Ey, guck, ne, bitte guck nochmal. Ey, das sieht schlimm aus. So, also. Wir sind im alten Shop vom 5.8.2019. Genau. Wir haben einen neuen Emote und eine neue Lackierung, Emotical. Und so, okay. Fangen wir mal auf der rechten Seite an mit Knacks. Mit Knacks? Mit Knacks. Der war schon ewig nicht mehr drin. Halbes Jahr bestimmt. Richtig. Mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger. So, Knacks, würde ich sagen, kriegt von mir 8 von 10. Von dir 8 von 10? Ja. 8 von 10, von mir 9 von 10. Guck mal dann auch rein, wie lange das Ding nicht mehr da gewesen ist. Ja, Moment, ich muss so. Das muss nämlich schon Ewigkeiten her sein. 3,25 von 5 bei 4 Votes, erstmal am 13. März 2018 im Shop gewesen. Seitdem 10 Mal und 8 Reminders, das letzte Mal vor 197 Tagen. Siehst du, ich hab's mir schon gedacht, ein halbes Jahr. Guck mal nach vorne bitte gleich. Was oh, der ist geil. Wer stinkt hier so, ist geil. Was stinkt hier so, meinst du? Was stinkt hier so, ist geil. Mega Witz. 8 von 10. 8 von 10. Was stinkt hier so? Okay, von mir kriegt was stinkt hier so 10 von 10. Oh Gott. Oh mein Gott, ist die schlecht. 1,91 von 5 bei 11 Votes zum ersten Mal am 6. Wow. Oktober 2018 im Shop gewesen. Dann 4 Mal und 12 Reminders. Dann kommen wir zu Demon Skull. Da kriegt auf jeden Fall 10 von 10. Hammergeiles Teil. Dreh den mal ein bisschen, das ist schon mega geil. Okay. 4,47 von 5 bei 15 Votes zum ersten Mal am 8. April 2019 im Shop gewesen. Dann 4 Mal und 27 Reminders. Dann kommen wir zu Aufklärer. Ja, der kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10? 5 von 10 kriegt er von dir? Ja, 5 von 10. Ich finde, das sieht nicht so schlecht aus, auch wenn es ein No-Skin ist. Bei mir kriegt er 4 von 10. 3,21 von 5 bei 19 Votes und erst beim 9. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mann und 7 Mann ist. Dann kommen wir zu Bräunungsspezialist. Ja, der Teil hier, Ja. Für 1500 V-Bucks. Ja, hat er sich schön das Näschen eingerieben, damit er keinen Sonnenbrand kriegt. Ja. Zoom mal an den ran, bitte. Und er kriegt von mir auch 5 von 10. Von mir 4 von 10. Ja. Okay. 3,54 von 5 bei 24 Votes, erst beim 29. Juli 2018 im Shop gewesen. Seitdem 7 Mal und 19 Reminders. Dann kommen wir zu Pterodactylus. Ja, Pterodactylus für 12 Euro. Der war auch gestern schon im Shop. War gestern schon drin. Haben wir auch gestern schon bewertet. Oben rechts verlinkt das Shop-Video von gestern. Alles gestern schon. Das Einzige, was mich jetzt interessieren würde, die neuen Noten von Kristall. Und vom Pronto. Okay, also erstmal den Kristall. Der hat eine Benotung 4,2 von 5 bei 15 Votes zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 24 Reminders. Dann kommen wir zu Pronto. Dem Pronto, da bin ich gespannt, ob sich da nochmal die Noten entwickelt haben. Oder ob die immer noch so schlecht sind. Die waren ja wirklich sehr schlecht. 2,78 von 5 bei 9 Votes und 9 Reminders. Dann kommen wir zu Schlappohr. Zum Schlappohr. Ja, Flapjacky kriegt von mir auch 5 von 10. Bei mir auch. 3,43 von 5 bei 86 Votes zum ersten Mal 9. November 2018 gewesen. Seitdem 7 Mal und 149 Reminders. Klick mal bitte auf die Stilvorschau. Den kenne ich noch gar nicht, den Style.
Der ist neu. Moment. Dieser Style ist. Auswählbare Stile. Ja, der Style ist neu, den gab es. Also, den kenne ich noch nicht. Ja, da kriegt Flapjacky von mir 6 von 10. Von mir auch. Dann kommen wir zum. Oh, Knabber schnell. Oh, zeig mal hinten, ja, genau. Kann, oh. Das sieht geil aus. Oh, das in Schwarz sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann kommen wir zum Knurrer. Okay. Dann gehen wir. Oh, der hat auch einen neuen Style. Wahrscheinlich auch mit dem Schwarzen, genau. Oh. Ja, gut, dann kriegt der Knurrer von mir 7 von 10. 7 von 10? Ja. 7 von 10, von mir kriegt der Knurrer auch 6 von 10. 2,96 von 5 bei 43 Votes zum ersten Mal am 9. November 2018 im Shop gewesen. Seitdem 8 Mal und 40 Reminders. Er müsste aber auch das Backpack haben, ne? Das Backpack? Ja. Müsste auch im Style dann sein. Nein, müsste er haben, ja. Ah ja. Dann die Stilvorschau, dann ein zweiter. Ah ja, genau. Oh, okay. Das sieht irgendwie krass aus, ja. Dann. Presslufthacke. Presslufthacke finde ich irgendwie überhaupt nicht cool. Kriegt von mir 5 von 10 das Teil. 5 nee. Von 10? Nö. Nee? Nö. Finde ich nicht gut? Nö. Mir kriegt 2 von 10. 2,59 von 5 bei 27 Votes zum ersten Mal am 9. November 2018 im Shop gewesen. Dann 8 Mal und 2 Reminders. Dann kommen wir zum Flauschsegel. Oh. Geh da mal auf die Stilvorschau, ob gibt's da auch noch irgendwas ist. Also außer diesen japanischen, ja gut, das war ja vorher schon, aber da hat sich sonst nichts mehr geändert. Wie viel gibt's denn? Ja, den Flauschsegel nach wie vor auch nur so 4 von 10. Von mir kriegt Flauschsegel 6 von 10. 3,42 von 5 bei 24 Votes zum ersten Mal am 9. November 2018 im Shop gewesen. Seitdem 8 Mal und 3 Reminders. Dann, Sind wir damit durch. Gehen wir mal zu der Lackierung. Emotical für 300 V-Bucks. Was ist denn da alles drauf? Geh mal bitte zurück, dass man das sich mal angucken kann. Hier ist alles. Na, da siehst du nicht viel. Das ist alles zu klein. Also so, Herz, wir haben einmal Burger, das Herz, Ass. Eine Peak Ass-Karte. Da diese komische Katze da drauf. Rechts da. Der Burger. Ja. Da ist ein Hotdog. Ein Burger. Das ist der Burger. Ja. Gut. Ja, klick mal durch die einzelnen Items. Okay. 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 Also, mein Fall ist es überhaupt nicht. Nein, meine auch nicht. Und deswegen kriegt das Teil von mir 5 von 10. 5 von 10, von mir kriegt das Ding 4 von 10. Es hat keine Benotung und 3 Reminders. Dann kommen wir zum, jetzt kommen wir zum neuen Emote. Also Elektrolaune ist ja eher wieder dann sowas wie das, was du dir da geholt hast, um mich zu ärgern, ne? Das ist ja mindestens genauso schrecklich. Hm. Elektro- andere 100 Mal breiler. Also für mich... Also wisst ihr Leute, was er meint? Er meint das hier. Moment. Der Trägerschaffel, ja. Das ist genauso schrecklich. Das ist... Weil wir wissen doch, was ist denn? Schrecklich. Ist genauso schrecklich wie das Ding. Wobei, da finde ich das noch besser als das andere Ding. Nee. Doch. Ah. Wie gibst du den? Also, den finde ich dann, Elektrolaune finde ich dann sogar noch besser als das andere Teil eben gerade. Und kriegt Elektrolaune von mir 7 von 10. Von mir kriegt. Und was würdest du dem anderen geben? 5 von 10, wenn überhaupt. Okay, ich gebe dem hier 6 von 10. 5 von 5 bei einem Vote und einem Reminder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Use uns den Support-Code sofort, wieder steht ihr vor. Bis dahin, haut rein und tschüss.